Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ja, die Digitalisierung der Energiewende. Ich möchte mal sagen, das ist das unterschätzte Megathema der Energiewende. Es ist die unterschätzte Herausforderung der Energiewende. Wir reden immer viel in diesem Haus über das energiepolitische Dreieck, in dem es um Umwelt- und Klimaschutz und die Vereinbarkeit mit Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit geht. Was unterschätzt wird und eben nicht betrachtet wird, ich glaube, dass aus diesem Dreieck eigentlich mittlerweile so etwas wie ein Viereck geworden ist und wir es immer mehr eben mit dem Punkt der informationellen Selbstbestimmung zu tun haben, der in diesem Viereck noch mit betrachtet werden muss. Wenn wir einmal zurückgucken, in den letzten 10, 15 Jahren haben leider die großen Energieversorger die Energiewende, also den Ausbau der erneuerbaren Energien, verschlafen. Das rächt sich gerade bitter. Die Bundesregierung hat leider in den letzten Jahren mit dafür gesorgt, dass Deutschland die Digitalisierung der Energiewende verschlafen hat. Andere Länder sind da schon viel weiter, in Europa, in der ganzen Welt, die USA beispielsweise. Sie haben positive Erfahrungen gemacht und sie wissen, wo die Herausforderungen beim Datenschutz liegen. Seit Jahren gibt es eigentlich schon Regelungsbedarf, durch die europäische Ebene hervorgerufen, aber auch insgesamt, weil das Thema jetzt nicht erst ganz aktuell ist. Die Bundesregierung hat aber eben entweder nichts getan oder an unterschiedlichen Stellen den Entwicklungen auch Steine in den Weg gelegt. Und wie ich das in der Energiepolitik leider häufiger beobachte, finde ich, ist das typisch, wie die Bundesregierung hier wieder agiert hat. Erst nichts tun und dann hoppla hopp mal eben das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende hier einbringen. Und eben sehr kurze Fristen angeben, bei denen sich dann die entsprechenden Länder beteiligen können. Und der Piratenantrag geht auf einen Aspekt dieses Gesetzes ein und lässt leider andere hinten runterfallen. Sie haben eben viel über Schwierigkeiten gesprochen und haben da das Thema Datenschutz angesprochen. Da möchte ich den Großteil meiner Vorredner auch zustimmen. Da haben Sie richtige und wichtige Aspekte genannt. Aber wenn es dann darum geht, dass wir über die Schwierigkeiten sprechen, dann müssen wir eben eigentlich auch über das Thema Sicherheit sprechen. Meine Kolleginnen Verena Schäffer und Matti Bolt und ich, wir haben zusammen im April diesen Jahres in diesem Raum einen großen Kongress veranstaltet und uns mit dem Thema Sicherheit, Katastrophenschutz und Energieversorgung beschäftigt. Aspekte, die beispielsweise eben auch im Buch Blackout vorkommen und behandelt werden. Jetzt möchte ich nicht sagen, dass genau dieses Szenario sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass es passiert, aber es ist eben möglich und genau mit diesen Aspekten muss man sich ganz klar beschäftigen und da gibt es noch einiges zu tun. Ich möchte aber auch dann zu den positiven Aspekten kommen. Wir können und wollen die Digitalisierung der Energiewende auf keinen Fall aufhalten. Wir brauchen bei immer mehr erneuerbaren Energien, die nun mal fluktuierend sind, also nicht zu jedem Zeitpunkt zur Verfügung stehen, auch den Aspekt, dass sich der Verbrauch an diese erneuerbare Energieerzeugung anpasst. Das wird eigentlich mehr in der Industrie und in der Wirtschaft sein. Das Potenzial ist dort viel größer als in Haushalten. Aber auch in diesem Bereich sollten wir für die Zukunft vorsorgen. Und deswegen wäre eine wichtige Forderung, endlich wirklich lastflexible Strompreise zu haben. Das würde bedeuten, dass dann Strom teurer ist, wenn eben wenig erneuerbare Energien im Netz zur Verfügung stehen und dass Strom dann günstiger ist, wenn viel erneuerbare Energien zur Verfügung stehen. Das Ganze würde unterschiedliche positive Effekte haben, beispielsweise Speichertechnologien und deren Einsatz anreizen und eben auch mit entsprechend intelligenter Technik im Haushalt in Zukunft dafür sorgen, dass der Verbrauch zeitlich verschoben wird, und zwar mehr als die Vorschläge, die in dem Vorschlag der Bundesregierung im Gesetz enthalten sind. Solche Aspekte hätten dem Piratenantrag gut getan. Mit weiteren Aspekten, wie man zum Beispiel mit größeren Verbrauchern als den Haushalten umgeht und aus unserer Sicht zu hohen Anforderungen an Photovoltaikanlagen, beschäftigt sich der Piratenantrag gar nicht. Ich möchte mich meinen Vorrednern anschließen. Auch ich hätte gern dieses Thema weiter diskutiert, finde da einige spannende Aspekte daran. Dieses Hin und Her, was Sie in den letzten Tagen leider hingelegt haben, wie wir nun weiter mit dem Antrag umgehen, ich finde es schade. Wir lehnen an dieser Stelle den Antrag ab. Vielen Dank, Frau